Ja, hallo und willkommen. Ich bin Luisa Fröhlich. Ich bin jetzt eigentlich schon vorgestellt. Deswegen steige ich gleich ein mit meiner Schrift. Lisbeth ist eine All Italic oder rein kursive Schriftfamilie. Es gibt 5 Textschnitte und einen Displayschnitt. Und vor etwa einem Jahr, im Januar letzten Jahres, ist die Schrift erschienen bei Type Together, bei der Foundry. Ich würde erst ein bisschen was erzählen zur Entstehung und zum Gestaltungsprozess und dann zeige ich noch ein bisschen im Detail die Schrift. Ja, alles ging los 2012, 2013. Da habe ich meinen Master gemacht an der Universität in Reading, Master in Typeface Design. Und für jeden, der sich für Schrift interessiert oder das gerne mag, ist das ein ganz wundervoller Ort und ich kann nur empfehlen, da mal hinzufahren, auch wenn es nur ein Besuch ist. Man wird sehr inspiriert. Es ist wunderschön dort. Dann ja genau, dort fing ich eigentlich erst an einer Antigua zu arbeiten, aber nach ein paar Wochen habe ich auch begonnen, an einer Italic zu arbeiten. Und das war eigentlich dann der Start von Lisbeth. Der Einstieg in die Italic fiel mir so ein bisschen leichter als in die Antigua. Ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass der Ausgangspunkt der Form die Kalligraphie ist. Ich bin eigentlich keine besonders gute Kalligrafin, wie man sehen kann. Aber ich hatte sehr viel Spaß daran, zu experimentieren mit verschiedenen Schreibwerkzeugen, auf verschiedenen Untergründen, in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und diese Freude hat mich einfach so gefesselt. Und ja, das fand ich einfach spannend, Formen zu finden, die es irgendwie wert waren, weiterentwickelt zu werden. Immer wenn ich irgendwas entdeckt habe, was ich interessant fand an Formen, wenn irgendwas entstanden ist, habe ich das mir notiert und meistens weiterentwickelt, dann in Skizzen und ein bisschen rumgespielt, überlegt, wie könnte man was daraus machen. Und habe dann auch relativ schnell gefunden, was ich sehr spannend fand. Und das sind eigentlich Formen, die zwar kalligrafisch inspiriert sind, aber eigentlich nicht hergestellt werden können von einem realen Schreibwerkzeug, sondern eher durch ein, man könnte sagen, imaginäres Schreibwerkzeug, also was man selbst im Kopf hat, beschrieben werden können. Und man sieht auch schon oben rechts in der Ecke sind so die ersten, ist eigentlich so schon das Grundelement, was auch die Lisbeth ausmacht, das sind so die ersten Anfänge davon, dieser Strich, der sich praktisch um sich selbst dreht, um die eigene Achse, sich fast ein bisschen löst aus der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität rein. Und ich war total neugierig, als das entstanden ist, kann ich da ein ganzes Alphabet draus machen? Kann ich eine ganze Schriftfamilie da draus machen? Und ja, war Feuer und Flamme, das rauszufinden, ob das geht. Das sieht ganz abenteuerlich aus. Das ist so ein bisschen das Ergebnis von dieser Experimentalphase. Super unausgeglichen und man könnte auch sagen hässlich, aber trotzdem war ich total verliebt in diesen Strich und in dieses Potenzial, was ich in dem Moment da drin gesehen habe. Und hier ist nochmal so ein bisschen so ein Basiswort, was so die wichtigen Formen, die man so entwickeln muss als Schriftgestalter, enthält. Genau, und da war, glaube ich, der erste wichtige Schritt eben so zu kondensieren, welche Elemente daraus benutze ich weiter, welche entwickle ich weiter, weil es sind eindeutig zu viele Ideen auf zu wenig Raum. Mhm. Ja, also hier sieht man auch nochmal unten drunter ist noch praktisch das Experiment und dann schon im nächsten Schritt war eigentlich dann klar, man musste sich so ein bisschen entscheiden und ich wollte mit diesem modulierten Strich gehen. Es hat alles ein bisschen mehr Fleisch bekommen, weil ich wollte, dass es eine Schrift ist, die auch im Text funktioniert. Und wenn man die Stämme natürlich so stark moduliert, dass da total viel Kontrast drin ist, dann kann man das halt nicht mehr als Textschrift verwenden. Das funktioniert nicht. Deswegen ist jetzt dieser Regular-Schnitt auch ein bisschen schwerer geworden. Es ist alles ein bisschen softer. Dieses merkwürdige Element unten am H und am N
Davon habe ich mich auch verabschiedet. So, ungefähr 1000 Versionen später sah das dann so aus. Es sind viele, viele, viele Schritte, die dann einfach so passieren. Und man denkt immer so zwischendrin, oh, das sieht schön aus. Und dann arbeitet man noch so 2-3 Wochen weiter und vergleicht dann die Versionen und denkt, oh Gott, damals war es so schrecklich. Aber ich finde immer gut, sowas auch mal zu zeigen, weil man sieht sonst immer nur die glatt gebügelten Endergebnisse. Ja, das war eigentlich so am Ende der Stand, als ich mit meinem Master fertig war. Da habe ich mich zu dem Zeitpunkt ungefähr getroffen gehabt mit Veronika und José von Type Together. Und die hatten vorgeschlagen, dann die Italic-Schnitte, es gab noch so Anfänge von der Bold und es gab einen Display-Schnitt, dass sie den veröffentlichen als eine Schriftfamilie, die einfach rein Italic ist. Und ich war erst so ein bisschen überrascht, weil ich fand, dass es ein, habe ich irgendwie gar nicht so dran gedacht, dass sie da drauf Lust hätten. Aber dann fand ich die Idee gleich total klasse, weil eigentlich ist die Schrift auch entstanden ohne Einfluss von einer Antigua oder einem primären Schnitt, was ja meistens der Fall ist bei einer Italic, ja? dass man Italic meistens als sekundären Stil entwickelt in der Schriftfamilie, immer durch den Rahmen begrenzt, den der primäre Stil setzt und man ist halt immer eingeschränkt dadurch in der Gestaltung. So, hier sieht man jetzt nochmal die finale Version jetzt von Lisbeth Regular. Ist nur ein bisschen Gewicht dazu gekommen, bei dem Wort sieht man jetzt nicht so Wahnsinnsunterschied. Und dann habe ich eine verschiedene Schnitte daraus entwickelt, eben von Thin bis Bold. Und diese Idee fand ich einfach gut, eine starke Schriftfamilie zu machen, die nur Italic ist, aber trotzdem in der Lage ist, mit Text umzugehen und auch in Display-Situationen zu überzeugen. Und das ist ja auch eigentlich was historisch gesehen gar nicht so was total Neues ist. Also in der Renaissance war es ja zum Beispiel total üblich, dass man ganze Werke nur in der Kursiven gesetzt hat und ohne einen aufrechten Stil oder Roman oder Antigua-Stil dazu. Und das fand ich so revolutionär in dem Moment und dachte so, ja, das mache ich. Und genau, und dann, das war so der Beginn. So, natürlich wollte ich auch von Anfang an diese ganze Idee nochmal übertreiben, wirklich so die Kuh aufs Eis und mal den Kontrast hochschrauben und die Display noch vollenden, weil die gab es auch schon während meinem Studium oder während diesem Master, den ich gemacht hatte. Sieht man jetzt hier das Endergebnis von dem Master, ist ziemlich rough irgendwie und auch die Sache mit den Serifen, davon hatte ich mich dann auch später verabschiedet. Es hat sich auch schon gezeigt, dass das nochmal ein sehr anspruchsvoller, das ist jetzt die Variante, wie es jetzt am Ende aussieht, das Endergebnis, ist ein bisschen softer geworden, die Serifen sind weg und die Formen sind einfach ein bisschen weiter ausgeglichen. Es hat sich herausgestellt gehabt, dass es doch ein Schnitt ist, der sehr viel Fingerspitzengefühl gebraucht hat, weil dieses Element des verdrehten Striches, je mehr Kontrast man macht, je mehr Gewicht man ihm gibt, desto schwieriger wird er zu kontrollieren. Ja, also da kippt er ganz leicht nach rechts oder nach links und das war echt eine Herausforderung, das auszubalancieren. Es ist auch ein Element, was nicht so viel Konkurrenz neben sich duldet, also an anderen Gestaltungselementen. Deswegen ist auch der Displayschnitt 1000-fach getestet und hat auch am Ende eigentlich ein bisschen, obwohl die Formen expressiver sind als die Italic-Schnitte, hat er eigentlich einen etwas eingeschränkteren Formenkanon, weil man sonst total die Kontrolle verloren hat und gar nichts mehr lesen konnte. Deswegen gibt es auch so Ausnahmesituationen, zum Beispiel der Bogen beim R. Da hat sich dann doch bewährt, dass die, wenn er nicht verbunden ist mit dem Stamm, das war dann einfach die beste Lösung. Und das ist jetzt was in den Italic-Schnitten zum Beispiel nicht so ist, das eine Ausnahme. Da es, wie gesagt, eben kein reales Werkzeug gab und man alles im Kopf sich überlegen musste, wie würde sich der Strich verhalten, wenn er jetzt irgendwie von links unten nach rechts oben geht und so, habe ich sehr viel skizziert einfach in der Zeit und so eigentlich mich genähert an optische Probleme und die so gelöst viel.
Hier sieht man nochmal eine Übersicht über alle Schnitte. Und man sieht eigentlich ganz schön, dass der Strich moduliert ist in allen Schnitten. Er ist in den schwereren Schnitten ein bisschen stärker in der Modulation. In der Mitte der Familie ist es ein bisschen moderater. Die sind mehr optimiert auch für Textsetting. Und in der Thin ist es ja eigentlich nur noch so subtil im Hintergrund die Modulation. Hier sieht man nochmal ein Beispiel im Text. Ja, was ist noch zu sagen? Die Neigung der Buchstaben ist sehr gering, also die sind alle fast aufrecht. Die X-Höhe ist recht hoch, man kann sie sehr gut lesen, auch in kleineren Größen. Und die läuft recht schmal, also man kann sie sehr, sehr platzsparend verwenden. Die Extreme der Familie, zum Beispiel die Bold haben wir jetzt hier, die überzeugen dann wirklich auch, wenn man sie ein bisschen größer macht. Da kommt dann nämlich die Strichmodulation nochmal mehr zur Geltung und man entdeckt viele kleine Details, die natürlich verschluckt werden, wenn man jetzt einen Text in 10 Punkte oder so druckt. Natürlich die Display ist ein ziemlicher Hingucker. Aber auch die Thin habe ich ziemlich lieb gewonnen, so, obwohl ich, das hat mich eigentlich überrascht, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass der Schnitt vielleicht ein bisschen langweilig wird, weil da kein, nicht so ein starker Strichkontrast, Strichstärkenkontrast ist. Aber dadurch, dass man die Buchstaben dann nur reduziert auf ihr Skelett, zeigt es einfach nochmal eine andere Seite von der Schriftfamilie und ja, so ein bisschen zarter und eleganter. Funktioniert auch sehr schön in größeren Größen. Ist nochmal ein Beispiel mit Text und Überschriften. Ja, also natürlich weiß man nie so richtig, was die Leute dann danach damit machen, wenn man eine Schriftfamilie macht. Meistens ist es gar nicht das, was man gedacht hatte, aber so im Hinterkopf hatte ich viel, vielleicht Magazine, bisschen kultureller Bereich vielleicht und Branding eben, weil diese zwei Disziplinen, Display und Text, beide gemeistert werden und trotzdem halt eine sehr starke, ein sehr starker eigener Charakter in der Schrift liegt. Hier haben wir nochmal ein anderes Beispiel, mal die Thin, mal ein Gedicht. Ein bisschen längeres Zitat in der Display. Ist auch immer ganz lustig, wenn man mal ein bisschen mehr Text damit setzt. Irgendwann gibt es manchmal so einen Moment, wo man optisch so ein bisschen verstört wird. Aber ich finde es eigentlich nicht ganz lustig. Man kann nicht so richtig weggucken und das ist eigentlich Sinn gewesen von diesem Schnitt. Und hier nochmal so eine Art Layout. Beispiel mit verschiedenen Schnitten. Ja, das Character Set ist Extended Latin, also man kann eigentlich alle europäischen Sprachen damit schreiben, plus noch viele mehr, also irgendwie 200-300 Sprachen, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Es gibt Ligaturen natürlich, es gibt Alternates für Ausnahmesituationen und trotzdem schöner Typografie. Es gibt Versalziffern, Medievalziffern und beides als Tabellenziffern noch, Subscript, Superscript, Brüche und mathematischen Kram. Ja, ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, nach meinem Master, wo jemand zu mir gesagt hat, cool, du machst die Schrift, du bist ja eigentlich 50% fertig, ne? Du hast ja schon das Konzept. Ja, also es war nicht so. So der Riesenberg an Arbeit, der kam echt am Ende. Und vor allem, weil es auch kein linearer Prozess ist, sowas zu machen. Man macht ja nicht den ersten Schnitt und dann den zweiten und dann den dritten, sondern man macht den ersten, denkt so, okay, cool, und dann macht man den zweiten und da stößt man dann auf irgendein Problem, weil es halt mehr Gewicht ist oder so. Und dann löst man das Problem und dann muss man eigentlich den ersten wieder überarbeiten, damit es zusammenpasst. Ne? Und dann eigentlich beeinflussen sich alle Schnitte untereinander die ganze Zeit und man macht alles zigfach, bis es am Ende eine runde Sache wird. So, nochmal zum Schluss eine kleine Übersicht. Und zum Fazit wollte ich noch sagen, nutzt mehr Italics.
Ja, befreit sie aus ihrem Schattendasein. Ich finde das sehr schade, dass man so wenig sieht. Vor allem, ich finde auch ein bisschen verlorenes Potenzial, weil ich finde, dass Italics auf so einer anderen Ebene kommunizieren können, die so ein bisschen persönlicher, menschlicher ist als eine Antigua oder eine Sans. Und es gibt da zahlreiche Anwendungsfälle für, wo es so eine vergebene Chance ist, dann, wenn man wieder so das Übliche nimmt, ne? Ich würde mich total freuen, wenn ich eine Kursive auch mal als Protagonist so sehen würde, vielleicht auch mal in einem Text, in einem längeren und nicht nur als Auszeichnungsschrift. Und ich kann nur empfehlen, auch mal mit einer Kursiven anzufangen, eine Schriftgestaltung zu machen, weil das macht Spaß, es ist aufregend und führt zu anderen und ungewöhnlichen Ergebnissen. Ja, die Lisbeth gibt es bei Type Together, könnt ihr gerne alle kaufen. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne gleich fragen oder ich bin noch ein bisschen da, je nachdem, wie wir es machen wollen. Vielen Dank erstmal.